Einen wunderschönen Samstag auf meinem Kanal. Mein neues Thema dreht sich um depressive Störungen. Ja, ich habe viele Nachrichten in letzter Zeit bekommen und es freut mich natürlich. Sehr positive und auch welche, wo ich mir denke, mir sowas ins Gesicht hineinzusagen, würden diese Personen nicht. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen, ja, ich wäre bestimmt ein Sozialschmarotzer, ja, ich wollte ja nur nicht arbeiten. Und meine Videos, die würden ja keine interessieren. Dazu muss ich sagen, ich bin kein Sozialschmarotzer. Ich beziehe Grundsicherung, ja, bei Erwerbsminderung, ja. Das beziehe ich, weil ich voll erwerbsgemindert geschrieben wurde von der deutschen Rentenversicherung, ja. Ja, und ich habe bis letztes Jahr März noch einen kleinen Job gehabt. Nur irgendwann konnte ich die nicht mehr machen. Man kann sich das nicht nur noch mit Überdosissen von Medikamenten, ob es Antidepressiva ist, ob es mal die Tropfen da waren oder sehr, sehr hochdosiertes Johanniskraut oder Johanniskrautkapseln. Ja? Irgendwann wehrt sich der Körper ab dagegen. Ja, irgendwann ist man entweder nur abgeschossen oder es geht gar nichts mehr. Ja? Und immer muss man eingestehen, ja, es geht einfach nicht, ich muss aufhören. Und da habe ich mir was anderes gesucht. Klar, ich verdiene damit hier kein Geld. Und ich darf auch nichts dazu verdienen, also ist es ja egal. Ja, ich mache das, um mir was Gutes zu tun. Es ist eine Art Therapie, um auch dieses Thema Depressionen, Psychosen und so weiter euch zu erklären, der Öffentlichkeit zu erklären, dass das nicht einfach so Schnips kommt und Schnips geht. Und dann an dem Hustensaft und dann ist es weg. Nein, es ist nicht einfach weg. Es ist eine Krankheit. Ja? Und wie gesagt, schon in meinen letzten Videos. Es gibt Tage, da wache ich auf, da fühle ich mich schon wie gerädert, quäl mich auf die Toilette, gehe dann raus und quäl mich auf die Couch. Und dann liege ich dann erstmal, keine Ahnung wie lange, Stunden. Ja? Und denke, oh ja, jetzt muss ich was essen. Oh, nee, Hunger habe ich schon nicht. Und irgendwann quäle ich mich doch und mache mir ein bisschen Haferflocken, ja, mit Milch, damit ich immer was im Magen habe. Ja, und irgendwann, jetzt 14 Uhr, jetzt 16 Uhr. Und dann muss man sich ein bisschen langsam wieder rausquälen, doch nochmal vor die Tür zu gehen. Weil man braucht ja noch was zu essen für abends, weil man sonst nicht gegessen hat. Ja, diese Krankheit macht auch nicht bloß depressiv. Man hat weniger Appetit manchmal oder man hat Fressattacken. Diese gibt es bei bestimmten auch, ja. Aber dass ich ein Schmarotzer bin und arbeiten will, das ist nicht die Wahrheit. Ja? Und ich habe mir das selbst rausgesucht. Diese Krankheit will sich keiner selbst raussuchen, der sie hat. Weil viele würden sie gern wieder abgeben. Aber leider geht das nicht. Wir haben diese Krankheit. Wir müssen damit leben. Ja? Und dann so Äußerungen mit, früher warst du ganz anders. Früher warst du so Mensch, bist auf Menschen zugegangen, warst nicht so scheu, ja, warst nicht darunter traurig, wär so wie früher. Schön wär's, wenn das so einfach ginge. Oder such dir einen Partner, eine Partnerin, dann geht's dir 2000, 3000, 4000% besser. Wow, ich hab gar gewusst, dass man so viel Prozent kriegen kann. Ich habe immer gedacht, das wären 100% das Ganze. Ja, okay. Aber es geht nicht einfach so einfach, einen Partner zu finden. Der fällt ja nicht vom Himmel. Ja, und viele wollen sich das nicht antun, einen Partner zu haben, der vielleicht eine seelische Erkrankung hat. Ja, und wir als Menschen mit einer Psychose oder auch Borderline, oder, ja, wenn wir uns trauen, mit jemandem was einzugehen, ja, hoffen wir, dass es wie immer vielleicht ist. Aber es ist nicht so. Beim ersten Schub, den man hat, können der Partner das schon nicht mehr so gut finden. Wenn man auf einmal von niemandem was wissen will, die Zimmer abdunkelt, sich verkriecht. Ja? Und damit kommt ein Partner vielleicht nicht immer so klar. Und dann sage ich, da bleibt man lieber alleine, als irgendwas einzugehen, wo man danach entweder nur verarscht wird, oder schon wieder ein Seitenhieb kriegt in sich selbst, dann war es das so und so. Ja, das ist nicht so einfach mit
mit dieser Krankheit. Auch nicht für mich, immer noch nicht. Dann denke ich mir manchmal, warum immer ich? Aber ich habe es mir nicht selbst rausgesucht. Ja? Und es fällt mir ja auch nicht immer einfach, bei bestimmten Ärzten darüber zu reden. Ja, klar, bei meiner Neurologin muss ich da sogar offen sein. Das bin ich ja auch. Ja, ist meine Fachärztin für Neurologie. Ja, vor der kriege ich natürlich auch meine Antidepressiva. Auch bei meiner neuen Zahnärztin musste ich ja auch offen sein, weil bestimmte Sachen sind dann hier auch im Mundraum durch das Antidepressiva und auch durch die seelische Erkrankung. Ja. Bei mir ist das so, der Knochen ist nicht mehr so ganz gut. Mein Zahnfleisch ist ziemlich oft entzündet. Brauche ich dann so alle 3-4 Monate eine Mundtherapie, sage ich jetzt mal. Da wird das Zahnfleisch behandelt. Eigentlich nicht gerade lecker, natürlich. Aber ich habe nicht mehr so oft Zahnfleischbluten und ja, das ist dann ein bisschen besser. Aber nicht mal bei meinem Hausarzt rede ich offen über diese Krankheit, ja. Weil es gibt Hausärzte, die sagen, ach ja, damit habe ich nichts zu tun. Ja, das ist halt manchmal auch das, ja. Aber man muss das Beste dieser Krankheit machen. Und dass ich nicht arbeiten will, das ist wirklich nicht die Wahrheit. Ich würde es so gerne. Weil von der Grundsicherung ist nicht so toll zu leben immer. Ist auch nicht einfach, mit dem Geld immer umzugehen. Es klappt so einigermaßen jeden Monat. Aber es ist nicht einfach. Ja, da noch ein bisschen was abzusparen. Ich gucke ziemlich gut drauf, dass da ein bisschen noch was rüberkommt. Ich möchte dies dann ein paar Tage wegfahren, ja. Ein bisschen was anderes zu sehen. Und diese Videos, da verdiene ich kein Geld dabei. Ja, verdiene ich kein Geld. Stift jetzt sowieso nicht behalten, weil bei mir wird alles verrechnet bei der Grundsicherung. Bei Hartz IV ist das immer etwas anderes, da darf man noch was zu verdienen. Aber ich will das Thema euch nahe bringen. Der Welt da draußen ein bisschen nahe bringen. Und ich hoffe, ich schaffe das auch. Natürlich habe ich auch Nachrichten gekriegt, ob ich nicht mal über dies und das reden könnte. Unter anderem über Borderline. Ich persönlich habe vom Borderline nicht so viele Ahnung. Stehe ich dazu. Und ich könnte mich ja reinlesen, ja, aber ich kann mich da nicht so reinversetzen. Und da gibt es eine Videobloggerin, ja, der Videos auch immer anguckt, auf Instagram, was sie macht und auf ihren Facebook-Account und natürlich auch auf ihrem YouTube-Account. Die kann ich euch gerne ans Herz legen. Das ist die Charisse Lifestyle. Ja, tippt einfach bei YouTube Charisse Lifestyle ein und ihr findet sie. Sie macht das richtig gut. Ich muss sagen, auch ich kann mich an ihr ein bisschen wieder hochziehen. Sie spricht auch über Depressionen, aber am größten Teil halt auch über Borderline, über Persönlichkeitsstörungen und so weiter. Die kann ich euch ans Herz legen. Schaut mal vorbei und ja. Ja Leute, das war's auch wieder von mir heute. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns nächste Woche zu meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.